Ich sitze hier am Kontrolleur und freue mich sehr auf Folge 18. Das hat sich fast gar nicht gereimt. Ich dachte eigentlich, du wirst sagen, Gia gibt das Reimen auf, deswegen zum Tempel im Himmel musst du hinauf, such dort den magischen Spiegel auf. Wenn uns das Spiel schon einen Reim vorgibt. Gut, ja, willkommen zurück. Hat 2 Tage länger gedauert als sonst, aber wir sind natürlich trotzdem weiterhin dabei und müssen jetzt den Spiegel finden, oben im magischen... Ah. Ja. Okay, eigentlich können wir auch jetzt kämpfen, oder? Ja. Wie? Dran an die Feuerbulletten. Eis, Feuer. Okay, was kann ich denn hier machen mit dem? Überrumpeln hat soll aber... Soll ich wechseln? Ich weiß nicht mehr, was wir hatten. Ich weiß auch nicht mehr, was für Okuli wir hatten. Schon wieder eine Woche her. Ja. Mach doch jetzt einfach mal einen Überrumpelungsangriff auf den hier. So, okay. Der kann jetzt... Der kann alles. Wir machen mal zuerst den da hinten. Genau. Oder war der Feuertyp sie, der irgendwelche... Ach, Leute, guck mal, nee, der ist verwundbar durch Blitz. Ah, wiederbeleben kann. Der Feuerfliegi, weiß ich nicht mehr. Rubella ist wieder dran, ne? Du kannst. Ja, ja. Falls der das ist, dann können wir den ja zuerst ausschalten. Das war nicht so gut, weil der Wasser ist. Ja, ja. Haben wir jetzt dann auch festgestellt. Dann mache ich doch mit Rubella und dann macht doch mit Rubella weiter den da und. Und mit dem Zwerg, wie heißt der Finn. Nochmal? Finn. Feuerresistent. Mach mal hier Monsun. Der ist ja schon weg. Was sollen wir tun? Wir machen Monsun. Das klappt gut. Alle ja, auf ein. Wird jetzt nicht so viel bringen. Ja, naja, geht so. Ja, der ist schon ein bisschen alle. Ja, das war der. Das war der mit dem Wiederbild. Dammit. Na gut, dann jetzt erstmal ihn weiter tot machen. Na gut, dass mir das schon vorher eingefallen ist. Ja, hat uns nichts genutzt. Ja, doch, ich hab ihn doch jetzt. Ich hab ihn doch. Sonst hätte ich zuerst den blauen an. Ah. Au. Immer alle auf den Clown. Aber er ist wasserresistent. Stimmt. Wo ist denn Blitz hier? Dort ist der Blitz. Britzel. So, und jetzt ist er aber tot, oder? Ja, ich denke auch. Der guckt schon so traurig. Ja. Tschüss! Also mir würde eine so eine Leistenanzeige bei den Gegnern sehr helfen. Ja, mir auch. Ich fände das sehr angenehm. Also das könnten sie gerne in einem zweiten Teil ja. Aber anders machen. Schön, an deiner Seite zu sein. Ich will ja nicht neugierig erscheinen. Aber warum hast du Tränen im Gesicht? Wegen der Launen des Lebens. Oh, das verstehe ich nicht. Ach, alles ist vergebens. Das ist so ein Emo, oder? Hm. Oh Mann. Traurige Clowns sind mir übrigens mindestens genauso suspekt wie einem unserer Zuschauer. Der hat mich in die Kommentare geschrieben, dass er traurige Clowns nicht versteht. Ich würde dazu sagen, ja, die sollen halt, glaube ich, wirklich... Also der Kommentar war... Okay, ja. Was ist jetzt? Dachte, ich kann die nicht mehr einsammeln, wenn die da unten kommen. Irgendwas haben wir getroffen. Oh, Endgegner, ich habe es nicht mal gemerkt. Ich erzähle das zu Ende. Oh, ein Greif. Cool. Ja. Vielleicht sollten wir mal überlegen. Ach nee, wir wissen gar nichts über die, oder? Nee, über den Greif. Irgendwas über die Hexen, die da rumfliegen? Die da rumfliegen, Hexen, sagt mir nichts. Die hätten wir wahrscheinlich irgendwie Rauchhexen genannt oder sowas. Nee, haben wir nicht in unserer Liste, verdammt. Okay, Gut, dann greif doch jetzt erstmal den... Greif an, dann wissen wir, was Blitz ist und. Okay. Und er macht einfach einen der ja, Zauber. Ja, eines der Zauber, ne? Ja, mach mal Feuer, Feuer auf. Feuer anfangen. 75, stört ihn nicht weiter. Kontert Unterbrechung. Oh, das ist ja fies. Das geht. Ja. Okay, oh, Feuer bringt mal ordentlich gar nichts. Mmh.
Rauchhexen. Herabschießen. Wie oft sind die denn dran? Wir müssen die verlangsamen. Ja, oder? Dann tausch doch mal Finn ein gegen Ralf und Rubella nochmal. Nochmal, kann ich. Rubella kann doch hier sowas mit Schutz vor Leid machen, oder? Ja, das dauert aber sehr lange. Achso. Aber das, wenn die lauter solche Attacken bringen, dann wäre es doch eigentlich das. Ja, das macht schon Sinn. Oder sollen wir Finn einen Trank geben? Gibt es irgendwelche Tränke gegen? Gibt es garantiert auch. Aber das Problem ist halt, dass jetzt der Greif als nächstes dran ist. Ja. Das heißt, egal was du jetzt machst, wo lang steht, das wird sowieso alles nicht klappen. Also mach kurz. Feennektar. Nee. Was macht das? Starker Feennektar, das stellt alles nur Sachen wieder her. Lichtanzeige wieder auf von mir. Kuriert alle Statusleiden. Dann mach das doch einmal. Ja. Okay, so. Ich würde aber Finn, ehrlich gesagt, tauschen gegen jemanden wie Auroras Schwester. Gegen Dingens. Nora. Nora? Nochmal drücken. Ich vergesse das jedes Mal. So, und jetzt handeln jetzt und dann kann kannst du die mal versteinern und so Zeug. Wobei es wird jetzt diese Runde nicht mehr klappen wahrscheinlich. Dann alle. Ja, das wird aber diese Runde nicht mehr klappen. Also. Naja, aber was hätten wir denn jetzt? Ja, du kannst sie jetzt verteidigen lassen. Die sind doch jetzt erstmal, zwei von denen sind doch jetzt erstmal dran. Auch bei Aktionen. Achso, aber auch bei Handeln. Ja. Da. Ja. So, jetzt kann ich aber alle. Nee, das sind die alle nur vorgerückt ein Stück. Guck mal, die sind doch alle da in der Vorbereitung schon drin. Wenn du jetzt was machst, die sind doch jetzt drei hintereinander, schießen die doch auf dich. Was soll ich denn dann machen? Na, nochmal verteidigen. Siehst du, das war gut. Mann, da ist immer noch einer. Warum ist Rubella eigentlich nie dran? Nervig. Ja, ja, weil sie verlangen. Geh doch das Risiko ein und mach irgendwas.